Ich habe hier zwei Beispiele aus meinem Wahlkreis, aus der Stadt Überlingen. Denn das zeigt auch hier die Situation von Vermietern, die immense Kosten tragen sollen und Vermietern, die diese Kosten eben nicht stemmen können. Ein Hausverwalter erzählt von einem Mietshaus in Überlingen. Er musste bei der letzten Eigentumsversammlung verkünden, dass auch die Wohnungseigentümer insgesamt Kosten von rund 1,5 Millionen Euro zukommt. Für die neue Heizung und die energetische Sanierung für ein Haus aus den 70er Jahren. Irrsinn. So, die Reaktionen reichen von hilflosen Achselzucken bis blanker Wut auf die Bundesregierung. Richtig so. Ich hoffe, die Leute wählen nie mehr wieder grün, weil Überlingen ist komplett grün. Und das wird sich jetzt ja auch hoffentlich ändern. In dem Mietshaus wohnen überwiegend Rentner, die eine Umlage von rund 50.000 Euro pro Partei oder eine saftige Mieterhöhung schlicht nicht verkraften können. Sie werden alle wohnungslos. Das ist die Implikation dieser Wohnungs- und dieser Wärmewende. Es ist ein völliger Irrsinn. Gerade die Debatte dazu im Deutschen Bundestag. Liebe Leute, es kann nur noch die AfD richten und auch nicht die CDU. Die CDU hat genau das alles vorbereitet und die CDU ist eine Partei, die man eigentlich nur noch als rechten Flügel der Grünen bezeichnen kann.